Warren Buffetts Erfolgsstrategie ist sehr einfach. Kaufe den Dollar für einen halben Dollar. Wir kaufen heute den Euro für einen halben Euro. Gleich auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, am Wochenende schaut die Börse mit Spannung auf den G20-Gipfel, wo sich vor allen Dingen Donald Trump mit seinem chinesischen Kompagnon Xi Jinping treffen wird. Ja, es geht um den Handelsstreit zwischen China und den USA. Und da erhoffen sich die Märkte natürlich, dass die beiden Kontrahenten sich da näher kommen, dass das leidige Thema Zölle vom Tisch kommt. Aber genau das Thema hat jetzt wieder den deutschen Automobilsektor belastet, hat auch die Zulieferer belastet, weil in der letzten Woche Trump auch nochmal damit gedroht hat, ja doch jetzt Zölle auf europäische Autotitel erheben zu wollen, ja vielleicht auch als Zorn auf die Reaktion von General Motors, die ja in den USA Jobs abbauen wollen, Werke schließen wollen, weil hier eben die negativen Faktoren der Zollpolitik durchschlagen, nämlich dass die Materialkosten höher werden. Also auch Donald Trump steht am Wochenende unter Druck, da irgendwo mäßigend zu agieren, da irgendwo einen Deal zu erzielen, mit dem er eben nach außen auch gehen kann. Und darum wird es ihm gehen, Erfolge zu feiern. Aber Fakt ist, wir als Börsianer, wir sollten einfach strategisch schauen, über den Tellerrand hinausschauen. Nicht nur so, auf diese Zollpolitik oder auf Donald Trump schauen, sondern einfach, was bietet der aktuelle Markt, wo gibt es Chancen, gemäß der Warren Buffett-Strategie den Dollar für einen halben Dollar kaufen. Und da gibt es gerade im deutschen Zulieferbereich in der zweiten Reihe aktuell einige interessante Chancen. Beispielsweise Continental. Ja, der DAX-Titel, der sich von der Spitze aus mittlerweile halbiert hat. Ja, auch hier natürlich würde eine Zollpolitik, eine verschärfte Zollpolitik gegen die deutsche Autoindustrie natürlich zu Buche schlagen. Aber natürlich ist die Aktie auch schon so sehr unter Druck geraten, dass man sich die Frage stellen muss, ja, ist da aktuell nicht schon wieder der Boden erreicht, wo man einsteigen kann? Weil eine Sache ist klar, Continental wird natürlich in den nächsten Jahren weiterhin ein extrem wichtiger Zulieferer für die Autoindustrie sein. Und man ist auch schon darauf eingestellt, eben auf die Elektromobilität zu reagieren. Man ist zwar skeptisch bezüglich eigener Batteriefabrikation, ob sich das lohnt, ob man hier wirklich auf diesen Zug aufspringen soll, weil dann müssten viele Milliarden investiert werden, um eben den Rückstand zu der chinesischen Forschung und Entwicklung oder eben auch zur Tesla aufzuholen. Dennoch sieht Vorstandschef Degenhardt absolut große Chancen in der Elektromobilität, weil auch ohne Zelle sieht Continental hier durchaus Chancen. Jüngstes Beispiel, man hat einen millionenschweren Auftrag eingeheimst von Sono Motors und da geht es eben um den elektrischen Antrieb für das geplante Auto Sion, das noch 2019 in Serie gehen soll. Und hier soll Continental eben nicht nur den Motor liefern, sondern Antriebseinheit, Leistungselektronik und auch das Getriebe mit. Also Continental ist hier definitiv gut platziert und man will auch in Richtung Software sich weiterentwickeln. Und die aktuellen Zahlen, die waren ja alles andere als desaströs. Also im dritten Quartal hat man 10,8 Milliarden Euro Umsatz erzielt und ein operatives Ergebnis von 772 Millionen. Klar, man hat mehr erwartet, aber das ist auch alles andere als jetzt ein absolutes Desaster. Man hat einen Free Cashflow von 370 Millionen eingeheimst. Und bis Jahresende soll eben dieser Free Cashflow insgesamt sogar 1,6 Milliarden Euro betragen. Aktuell bringt Continental 26 Milliarden Euro auf die Börsenwaage, hat letztes Jahr 44 Milliarden Euro Umsatz erzielt, ein EBITDA von 6,7 Milliarden, ein Gewinn je Aktie von über 15 Euro. Für dieses Jahr gehen jetzt die aktuellen Schätzungen nach den leichten Rückschlägen davon aus, dass man 44,6 Milliarden Euro Umsatz erzielen wird, also einen leichten Anstieg und beim EBITDA immerhin noch 6,3 Milliarden Euro erreichen wird oder etwas mehr als 14 Euro je Aktie. Das heißt, man hat aktuell definitiv ein KGV von unter 10 bei der Aktie plus eine Dividendenrendite von 3,5%. Das ist schon mehr als attraktiv. Und wenn wir uns jetzt den Chart anschauen von Continental,
Da sehen Sie, dass die Aktie noch Anfang des Jahres ja Höchststände von 250 Euro erreicht hat und mittlerweile sich im Tief mehr als halbiert hat. 125 Euro, da waren wir ja schon. Aktuell knapp 130 Euro. Heute wieder Druck auf der Aktie, eben aufgrund dieser Zollproblematik. Die ideale Kaufbasis, das ist so dieser Bereich zwischen 110 und 125 Euro. Ob wir die nochmal erreichen, weiß ich nicht, das weiß niemand. Aber aktuell mit 130 Euro sind wir so weit nicht entfernt. Und das ist etwas, wo man hier sicherlich erste Position aufbauen kann. Wie gesagt, der negative Nachrichtenreigen, der wird noch andauern. Aber das ist immer so in Konjunkturdellen oder in Unternehmenskrisen, in Zwischenkrisen. Dann kriegen Sie nicht tolle Nachrichten geliefert, damit Sie kaufen, sondern Sie müssen sich gegen den negativen Nachrichtenstrom stellen, die negativen Meldungen schlucken und einfach über den Tellerrand hinausschauen, dass eben kontinental auch wieder bessere Zeiten ins Haus stehen. Das gilt natürlich auch für Leoni, unsere zweite Aktie, die wir uns näher anschauen, weil auch hier, es geht natürlich darum, dass auch die Autos der Zukunft Kabel brauchen, ja, da ist ja Elektronik pur da drin und da ist Leoni natürlich Weltmarktführer. Und natürlich hat man in den letzten Quartalen Probleme gehabt. Man hat auch im Konzern selbst nicht so viel wirklich verdient. Die Umsatzsteigerung war noch da, aber die operative Marge, ja, die soll eigentlich bei 5% liegen. Die lag gerade mal noch bei 3%, 3,5%. Also das ist nicht die Welt. Also man will da schon noch etwas. Man muss da irgendwie die Kurve kriegen und wieder mehr verdienen. Aber natürlich muss man auch alles wiederum im Vergleich zur aktuellen Börsenbewertung sehen. Ja, also zuletzt im dritten Quartal hat man eben nur noch 23 Millionen Euro als Nettoergebnis eingefahren. Da muss mehr reinkommen, aber Umsatz 1,21 Milliarden Euro. Also das ist schon eine Größenordnung, wo sich Leoni bewegt, wo man Hoffnung haben kann. Und gerade die Elektromobilität, die wird Leoni eher in die Karten spielen, weil noch mehr Technik in die Autos muss, noch mehr Verkabelungen da passieren müssen. Auch beim autonomen Fahren, das sind alles Themen der Zukunft. Und aktuell bringt Leoni gerade mal noch einen Börsenwert von 900 Millionen Euro auf die Waage bei einem erwarteten Umsatz von über 5 Milliarden Euro. KGV mittlerweile bei 7 angelangt, ja auch hier Dividendenrendite 4,6% und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass Leoni eigentlich weiterhin diese erwartete Dividende im Bereich von 1,30 zahlen wird für 2018. Also von daher auch eine Aktie, die hochinteressant ist und vor allen Dingen, wenn Sie sich hier den Chart eben auch anschauen, in der Spitze Anfang des Jahres noch 65 Euro. Hier bekommen Sie sogar den Euro fast für einen Drittelpreis aktuell von 28 Euro. Im Tief könnte es sogar bis 23 Euro gehen. Da liegt ein Doppeltief aus dem Jahr 2016. Also wenn das nochmal getestet würde, dann wäre das definitiv ein glasklarer Kauf. Aber ich denke, auch bei 28 Euro kann man zumindest mal einen Fuß in die Tür stellen. Als drittes im Bunde habe ich Ihnen noch eine Spezialität mitgebracht, eben die Aktie von Aumann, weil hier geht es eben um das Thema Elektromobilität. Einer der großen Profiteure, einer der Zulieferer mit seiner Wickeltechnik, die einzigartig ist in der Welt für Elektromotoren. Und Aumann hat zuletzt sehr, sehr gute Zahlen präsentiert. In den ersten 9 Monaten stieg eben der Umsatz von 140 auf 212 Millionen Euro. Das ist schon mal eine satte Steigerung von über 50%. Natürlich maßgeblich angetrieben durch die Elektromobilitätssparte. Und das bereinigte Ergebnis auch plus 57% auf 23 Millionen Euro. Der Auftragsbestand immerhin knapp 200 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 127 Millionen Euro. Also man ist hier definitiv auf dem absolut richtigen Weg. Und die Umsatzschätzungen sehen eben für 2018 einen Plus von 50%. Nächstes Jahr avisieren Analysten einen Plus von 30%. Das erklingt sogar reichlich konservativ. Auch hier, dieses Jahr wird wohl ein Gewinn im Bereich von 1,40 bis 1,50 erwartet. Nächstes Jahr könnte schon Richtung 2 Euro gehen. Und dann bei einem Kurs von 38 Euro, da ist man natürlich nicht mehr zu hoch bewertet. Da kommt man auf ein KGV von unter 15. Und das für ein Unternehmen, was in einem Zukunftsmarkt sehr, sehr stark wächst. Absolut spannend und interessant. Und hier sehen Sie natürlich auch, was da passiert ist im Chart. Die Aktie ist ja wirklich verramscht worden.
hat eben durch diesen ersten Höhenflug das Thema Elektromobilität Kurse von fast 100 Euro erreicht, ist dann abgestürzt auf 35 Euro. Gegenbewegung läuft aktuell Richtung 40 Euro, aber das ist immer noch ein Niveau, wo man hier zumindest einen Fuß in die Tür stellen kann. Aber auch Sie sehen es natürlich am Chart, wo der absolute Boden liegt. Ob wir hier nochmal die jüngsten Tiefstände testen, das weiß man hier natürlich noch nicht. Das werden die nächsten Tage, die nächsten Wochen zeigen. Aber sollte es natürlich in irgendeiner Form jetzt am Wochenende zu einer Beruhigung dieser ganzen Handelsstreitigkeiten kommen, da ist gerade dieser Sektor, der Autosektor und der Zulieferersektor ganz, ganz stark in den Fokus zu nehmen. Also das waren hier meine Ausführungen zum aktuellen Stand der Dinge im Autosektor bei den Zulieferern. Demnächst natürlich hier mehr auf der Aktienlust. Ihr Jürgen Schmidt.